Herzlich willkommen zu Texttönen in der Wochenschau Nummer 5. Ich will euch heute zwei Künstler und drei besondere Videos vorstellen. Fangen wir mit den Videos an. Wir haben jetzt was gemacht, ganz neu, als Spezialaktion, gleich zweimal hintereinander, nämlich eine Sonderpremiere von einem Video, was wir gar nicht selber erstellt haben, aber was jeweils von zwei Künstlern war, die uns besonders viel bedeuten. Eins von diesen Videos ist von Tim Neuhaus, Easy or Not. Und das ist so schön geworden. Das ist, glaube ich, mein Lieblingslied jetzt von ihm. Stop, she's the love, she's believing and waiting. In dem Video spielt die von uns auch sehr geliebte Cat Frankie, spielt mit und singt auch mit und die beiden ergänzen sich da wunderbar an. Dann haben wir auch so eine Videopremiere, wo wir sozusagen einen Tag vorher durften als alle anderen gemacht mit Alin Cohen. In Schwarz-Weiß, schön passend zu uns und mit einem ganz speziellen Look. Und ein Video von mir haben wir auch nochmal neu veröffentlicht, eigentlich ein altes aus der Show von 2011 mit Boy zusammen, Wenn sie lacht. Und da war ich sehr überrascht und begeistert, wie viel Resonanz es da gab. Aber oh, wenn sie lacht, dann beten die Sterne und das Meer und Weltraum. Wenn sie lacht, ist der Krieg vorbei. Aber sie lacht nicht, sie wacht noch, sie denkt ihren Kopf an zwei. Freut mich wahnsinnig auch, weil jetzt natürlich ganz vieles darum geht, wie präsentiert wir diese ganze Tour. Ab April bin ich ja unterwegs. Das ist auch eine schöne Gelegenheit, nochmal zu sagen, also bei allen Basteleien und Experimenten, die wir da machen mit Daniel und mir, mit Projektionen und Einspielern und so, wird natürlich auch ein großer Teil der Tour daraus bestehen, dass ich halt am Klavier sitze oder an der Gitarre und diese leisen Stücke spiele. Insofern freut mich das total, dass das offenbar bei einigen gut ankommt. Was passiert am Sonntag? Die nächste Show mit Wallace Bird und Lasse Mathiesen. Wallace Bird hatte die euch schon ganz oft gewünscht. Eine Irin, die inzwischen in Berlin wohnt und hier auch eben eng verzahnt ist mit der Musikszene hier, das wird sicher schön. Lasse Mathiesen, ein Däne, das ist jetzt schon der zweite. Wir haben offenbar jetzt ein Abo auf Dänemark nach Kaschmir, die wir neulich hatten. Der aus dem Jazz-Umfeld kommt, viele Größen schon als kleiner Junge kennengelernt hat und da offenbar auf eine schöne Art diese Musik eingesogen hat. Genau, das ist ja schon am Sonntag. Das heißt, vielleicht sehen wir uns schon da und sonst sehen wir uns sicher auch sonst mal bald wieder. Wie immer findet ihr alle Links von den Sachen, die ich hierzu erzählt habe, hier unten in der Beschreibung oder in den Kommentaren. Und das war es dann auch schon von mir. Tschüss. Dann. Ciao. Ciao. Ach, doof. Okay, nochmal. Bis dann. Tschüss.